Willkommen zurück hier bei Let's Play Watch Dogs. In der letzten Folge haben wir diesen komischen Typen umgebracht und danach den CTO ist gehackt. Also den Turm hier, oder nicht den Turm, diese Stelle hier. Und jetzt nehmen wir einfach mal das Auto mit. So, bitte ruf nicht die Bullen. Ach so, okay, sie ruft die Bullen. Super. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Wir brauchen die Cops, verstehen Sie? Und zwar flott. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS-Scan nach... Ach nein, nein, hör auf, hör auf. Du bist so ein Idiot. Das sind die falschen Knöpfe. Ach, wie kann man nur so blöd sein? Och, nö. Alle Einheiten, CDOS-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Das ist doch nicht in Ordnung. Nur weil dieses Spiel ein bisschen rumspackt, muss ich jetzt wieder darunter leiden. Oh mein Gott. Okay. Die werden wir schon noch irgendwie los. Ja gut, Schirm. Stopp! Sofort! Ich fahre jetzt einfach in den Gegenverkehr. Stopp, sofort! Scheiße, schickt mehr Leute! Ich klopf mal an. Och, nö. Stopp! Sofort anhalten! Ha, lol. Ja gut, die sind wir dann auch los. Ich bremse ihn aus. Nein. Ja gut, den bin ich auch los. Sorry. Nur verletzt, nicht tot. Och nö, das ist doch nicht in Ordnung. Nee, tut ihr nicht. Ja, Elle, Verdächtiger ist weg. Schreib deine Fahndung aus. WKTVs letzte Meinung tut das. Zeigt, das Gold ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Woher haben die überhaupt den Namen von ihm? Er nennt sich doch immer anders. Naja, vielleicht hat die Knastsache ja doch so ein bisschen was gebracht. Also irgendwie was Kontraproduktives, meine ich. Gut, dann machen wir jetzt mal die Mission. Deshalb waren wir auch eigentlich hier, ne? Ne, Spiel? Ah, wie er einfach ausgestiegen ist. Das ist doch nicht in Ordnung. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nicky frei. Ob ich ihm glaube. Da ist die Treppe. Hier haben wir auch einen neuen Geldautomaten. Wie viel können wir da jetzt abheben? Bestimmt einiges, oder? 3000. Das ist doch einiges. So. Dann mal. Fangen wir mal damit an. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2OS-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara.
Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Oh, oh. Was ist denn los? Ohren zu halten. War ja ein sicheres Versteck. Ach nö, jetzt müssen wir sie auch noch beschützen. Wo ist dein Auto? Hier lang! Jetzt haben wir wenigstens auch eine Deckung, die sie nicht blockiert. Bitte schrei nicht irgendwie rum, das höre ich nämlich nicht. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Kriegt ihr nicht, keine Sorge. Toll. Sind da. Wir brauchen Hilfe. Oh, sie erschießt ja auch welche, ein Wunder. Tschüss. Ich dachte, sie hätte den bekommen. Achtung! Die Straße! Tabernak de Kalis Dosti! Was? Tschüss. Oh oh. Da lang, los. Da, bewegt euch. Wieso sind die auch alle so komisch angezogen? Nicht aus dem Visier. Bewegung! Oh, 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 oh. Alles klar. Anvisiert. Lauf weiter. Fast geschafft. Christ! Hier drüben. Na toll. Das ist doch nicht in Ordnung. Kriegt sie es hin, sich darum jetzt selbst zu kümmern? Eskortieren Sie Clara zu ihrem Wagen. Sind wir jetzt ein Escort-Service oder was? Wo ist denn die Olle? Was wollen die denn? Wer sind die? Ganz ruhig, wir sind ja da. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vor. Och, das ist doch nicht in Ordnung. Einfach nicht fair. Sowas ist einfach nicht fair. Oh mein Gott. Och nö. Wir haben es einfach schon voll spät abends und es ist immer noch des Todes heiß. Aber okay. Wie wir auch einfach alles, fast alles nochmal neu machen dürfen. Ich nehme jetzt einfach die Schrotflinte. Was wollen die denn? Wer sind die? Hayden! Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig, ich bring uns raus. Ich sitze hier fest. Wo ist Clara denn bitte, dass die halt da am Sterben ist? Und jetzt sind wir auch noch tot. Toll. Och, das ist doch nicht in Ordnung. So hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Einfach überhaupt nicht. Obwohl, doch irgendwie schon. Das ist einfach ein komisches Spiel. Clara, hier lang. Ja, bist du so nett und folgst mir dieses Mal auch und bleibst nicht irgendwie dumm da stehen? Das fände ich sehr nett.
wollen die denn? Wer sind die? Hier kommt Verstärkung. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig. Ich bring uns raus. So, die sind weg. Einer ist noch da. Okay. Och, Mädchen, du bist so kompliziert. Rein ins Auto. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns eine Falle. Ich nehme jetzt einfach deren Auto. So. Dann hauen wir mal ab. Das war ja eine tolle Mission. Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Was tut es da? Notrufzentrale, worum handelt es sich? Ich habe keine Ahnung. Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieße es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Aiden. Jax. Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne den hier. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Interessant, gut. Och Gott, nö. Das ist doch nicht in Ordnung. Hier sind auch voll viele von diesen Türmen, die müssten wir uns eigentlich theoretisch alle noch angucken. Aber das machen wir dann erst irgendwann anders, weil... Erstmal. Da müssen wir halt jetzt noch nicht hin. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Och Gott, an den Kram erinnere ich mich auch noch. Ja doch, das war genau das, woran ich mich erinnere. Die Insel da hinten ist nämlich ziemlich besonders. Und das werden wir jetzt herausfinden, denke ich mal. Mit einem Fuß im Grab. Alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Diese Männer. Wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen vermehrt es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar.
Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Das glaube ich auch. Finden wir es. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Ja, wer könnte das nicht, ne? Brückenzugang, deren Ernst? DedSec-Mitglied, Visum ist abgelaufen. Ah. Das ist wiederum interessant. Bringst du mich rein? Tobias Frew. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Frew. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe, im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. DedSec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal. Leider ist das hier in den USA auch Realität. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit des CTOS, heißt es, konnte die Polizei da. Das Gebiet innerhalb weniger Minuten. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Hallo. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Okay. Sehr viel Technik für so einen Ort. Illegale Einwanderer. Okay, das interessiert mich auch, was sie mit ihrer Nase hat. Paranoide Schizophrenie. Kannst du das glauben? Ja.
Sollen wir hier jetzt einfach nur in dem Bereich alle Leute abstalken oder wie sieht das aus? Okay. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Da sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Eine Pokerin. Daran erinnere ich mich noch. Mal sehen, wo du dich... Irgendwas lief da nicht das gut. War schon. Ich glaube, mein Spiel ist irgendwie abgeschmiert oder so. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Gut. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Flur finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Da sind sie. Ob wir schaffen, den Typen zu retten oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.